Mein Name ist Arne Lietz, ich bin SPD-Europaabgeordneter für Sachsen-Anhalt im Europaparlament. Und heute habe ich zum Welternährungstag mit mehreren Kolleginnen und Kollegen eine Veranstaltung durchgeführt zum Thema World Hunger Index, Welthungerindex, wo es darum geht, zu zeigen, in welchen Ländern der Hunger besonders stark ist. Wir haben eigentlich in den letzten 10 Jahren eine positive Entwicklung gehabt, dass mehr Menschen auf der Welt an Essen kommen. Das ist aber in den letzten 3 Jahren zurückgegangen, unter anderem wegen des Klimawandels, der Klimaentwicklung, wo wir viele Situationen haben, dass die Menschen eben aus den Landwirtschaftsgebieten in die Städte ziehen und dann aber dort auch nicht genügend Lebensmittel haben und nicht mehr genug produziert werden kann. Das heißt, Klimawandel bricht auch hier in dieses Thema eine ganz starke Veränderung. Und wir müssen als Europäische Union darauf reagieren. Europa ist einer und der größte Geldgeber für die Entwicklungszusammenarbeit. Die Welthungerhilfe hat das heute hier vorgestellt mit Concern Worldwide. Ein wichtiger Impuls, den wir hier aufnehmen werden, wo wir eine Diskussion geführt haben, auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus afrikanischen Ländern, die klargemacht haben, dass wir auch in die kleinen Communities gehen müssen und wie wir mit dem neuen Thema umgehen können, dass viele Menschen mittlerweile in Flüchtlingscamps nicht nur in der ersten eigenen Generation, sondern in der dritten Generation mittlerweile sind und wie hier das Thema Hunger, aber auch das Thema Bildung angegangen werden kann. Wir reden von den entwicklungspolitischen Zielen 2030, den sogenannten SDGs, den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Und das Thema Hunger und Armut zu reduzieren bis 2030 auf Null zu bringen, das ist das Thema, was wir auch hier ansprechen müssen. Die Verknüpfung ist hier wichtig zu nennen. Und die Verknüpfung geht auch, wenn wir uns die entwicklungspolitischen Ziele 2030 anschauen, nach Europa, nach Deutschland. In Deutschland werden 1/3 der Lebensmittel weggeschmissen, beziehungsweise erreichen sie gar nicht den Supermarkt oder den Verkaufsladen. Das kann nicht angehen, dass wir eine so große Verschwendung von Lebensmitteln haben. In Frankreich gibt es seit 2 Jahren ein Gesetz, was das einschränkt. Die französischen Supermärkte sind beauftragt worden, wenn sie keine Strafe zahlen wollen, dass sie das Geld für kommunikative, sozusagen Charity-Projekte geben, aber auch das ansonsten in Tierfutter umwandeln. Dieses Gesetz gibt es nicht in Deutschland und ich plädiere dafür, dass wir die Ideen, die Impulse, die es in Frankreich gibt, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit umsetzen. Das andere ist, dass wir auch privat bei uns schauen können. Wir schmeißen pro Einwohner in Deutschland 50 Kilo Lebensmittel jedes Jahr in den Müll. Das heißt, es liegt auch an uns, Lebensmittel gut und anders zu wertschätzen und damit einen Beitrag dazu leisten, dass eben auch dann anders neu nachgekauft werden muss und Lebensmittel auch anders dann verteilt werden können. Ein komplexes Thema. Ich bin sehr dankbar, dass wir das heute hier im Europaparlament mit den Kollegen und den Gästen aus afrikanischen Ländern, aber auch aus Asien besprechen konnten. Schauen Sie mal auf die Webseite von der Welthungerhilfe. Dort finden Sie diese Studie, aber auch andere neue Umfragen, auch zu Deutschland. Alles Gute aus dem Europaparlament. Bis dann.